Hallo meine Lieben, ich bin wieder da mit einem Video. Und zwar habe ich ja mal wieder den Adventskalender für euch. Heute haben wir schon Tag 5. Morgen ist Nikolaus, da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Und ja, wir packen wieder die Päckchen aus. Ich habe wieder als erstes den Tausch-Adventskalender. Und das Teil, das weiß ich, das kommt von der Angela. Angela kommt aus Österreich. Und ich habe schon viele Sachen von ihr gesehen und ich bin da immer sehr begeistert, was sie für ja, schöne Sachen macht. Daher bin ich auch schon sehr gespannt, was bei ihr dann drinne ist. Röschen. Ganz viele Röschen, selbstgebastelte. Da sind auch größere drinne. So, sie ist leer. Und ihr seht, das sind wirklich richtig viele selbstgemachte Röschen. Und ja, also ich glaube, da weiß jeder Bastler, Röschen und sowas kann jeder gebrauchen. Und von daher finde ich die top. Also ich werde euch nach und nach jetzt alles zeigen. Sind richtig hübsch. Also die gefallen mir wirklich, wirklich sehr gut, weil ich benutze ganz viele Blumen immer für meine Mini-Alben. Und da kann ich die dann natürlich auch sehr gut verwenden. Hier sind noch ein paar kleine. Immer alle noch ein bisschen anders und so. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Auf jeden Fall lieben, lieben Dank, liebe Angela, für diese Blümchen. Also ich freue mich da sehr drüber. Dankeschön. So. Dann haben wir wieder von der Scrapbook-Werkstatt. Ja. Ist wieder nicht allzu viel drin. Zwei Teile oder so. Zwei Kleinigkeiten. Oh. Das sind doch diese Mini-Doilies. Die hatte ich doch auch in meinem Überraschungspaket drin. Die finde ich wiederum ganz cool. Ich finde diese Mini-Doilies wirklich echt cool. Also die kann ich wirklich gebrauchen. Das ist wenigstens mal was, was man dann auch gebrauchen kann. So, es ist leer. Und zwar haben wir als erstes erstmal so einen Button drin. Ich weiß jetzt nicht, wart ihr im Dunkel? Ich hoffe. Ich weiß jetzt nicht, wieso das im Dunkel wurde. Es tut mir leid, falls es bei euch wirklich dunkel wurde. Das ist jedenfalls dann Button. Dann haben wir hier so eine Tickets mit so Smileys drauf. Zwei Stück. Und dann haben wir hier ja so Doilies. Da gibt es, glaube ich, vier verschiedene Varianten. Ja, da sind eben ein paar davon drin. Und wie gesagt, die finde ich wirklich mal ganz cool. Habe ich zwar, wie gesagt, schon ein Päckchen von. Das ist jetzt allerhöchstens ein Viertel von so einem Päckchen. Und ich glaube, das Päckchen kostet 1 € oder so. Also, ja, ich sage da nicht viel. Ich finde es okay. Aber wie gesagt, der Wert, finde ich, übersteigt das definitiv nicht. Also, ja. Also, ich kaufe es mir definitiv nicht nochmal. So, und dann haben wir. Ja, den von Stamping Up von der lieben Jennifer wieder. Die Nummer 5. Das ist diesmal so eine Kissenschachtel. Nennt man sie immer. Ich mag die Kissenschachteln auch sehr gerne. Und bin schon sehr gespannt, was da denn diesmal wieder drin ist. Ah, ein Washi-Tape. Ah, das finde ich cool. Und die sind auch echt teuer dort, finde ich jetzt. Aber ich finde, Stamping Up hat ja sowieso seinen Preis. Die Sachen sind nicht günstig. Aber es sind schöne Sachen bei. Also das gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Dankeschön, liebe Jennifer, für das Washi-Tape. Das gefällt mir wirklich. Dankeschön. Ja, und das war's auch schon wieder. Wir sind wieder bei fast 5 Minuten. Und ich denke mal, das wird morgen auch das gleiche wieder werden. Ich denke mal, vorher wird vielleicht noch ein Tauschvideo kommen. Also vor morgen dem Video. Weil ich habe jetzt heute noch Post bekommen und die werde ich auch noch abfüllen, wenn ich es schaffe.
Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall da wieder oder sonst beim Adventspäckchen, also beim 6. Dezember eben. Tschüss!